Sollte Ihr aktuelles Gurtband verschmutzt oder kaputt sein, können Sie es nach dieser Anleitung austauschen. Bei unseren Kastendeckel gibt es zwei verschiedene Versionen. Als erstes zeige ich Ihnen, wie Sie den Kastendeckel in der verschraubten Version öffnen. Dazu entfernen Sie die Abdeckung des Schraubprofils und lösen die Schrauben. Bei der zweiten Version ist der Deckel nur eingeklipst. Diesen entfernen Sie, indem Sie zum Beispiel mit einem Spachtel unter das Profil fahren und es nach unten weghebeln. Öffnen Sie jetzt das Fenster und prüfen Sie, ob es sich bei der vordersten Schraube um eine Torx-Schraube handelt. Wenn ja, drehen Sie diese heraus. Entfernen Sie nun den Kastendeckel und lassen Sie den Rollladen herunter. Als nächstes lösen Sie die Schrauben der Abdeckung des Gurtwicklers und nehmen diese vorsichtig aus dem Mauerkasten. Ziehen Sie den Gurt komplett aus dem Wickler und sichern Sie ihn mit Hilfe des integrierten Sicherungsbügels. Als nächstes entfernen Sie den alten Gurt aus dem Gurtwickler. Achtung, hier besteht Verletzungsgefahr. Hängen Sie jetzt die Aufhängefedern von der Rollowelle aus. Das Gurtband können Sie jetzt komplett herausziehen. Nun fädeln Sie das neue Gurtband durch die Gurtführung und hängen den Gurt in die Aufnahme der Gurtscheibe ein. Wickeln Sie als nächstes das Band bis ca. 30 cm unter dem Mauerkasten auf. Die Aufhängefedern können Sie nun wieder einhängen. Nun kann der neue Gurt eingefädelt werden. Achten Sie dabei darauf, dass er nicht verdreht ist. Im Anschluss hängen Sie ihn wieder in die Aufnahme des Gurtwicklers. Nun können Sie die Sicherung vorsichtig entfernen. Halten Sie den Gurt dabei gut fest. Jetzt kann der Gurtwickler wieder in den Mauerkasten eingesetzt werden. Und jetzt montieren Sie Ihren Rollladendeckel wieder und klipsen ihn fest. Und nun ist der Rollladen wieder einsatzbereit.